Wir sind heute da beim Musikvideodreh zu Red, unserer ersten Single, die wir hier in diesem uralten Boxclub im 10. Bezirk gedreht haben und wo ich den Produktionsleiter machen durfte. Ja, der Dave, also der ist so manchmal sogar ein bisschen übereifrig, was natürlich irgendwie seinen Vorteil hat, manchmal aber irgendwie ja, kontraproduktiv ist, kann man sagen. Aber grundsätzlich, also Dave ist echt einer der liebsten Menschen, die ich kenne eigentlich. David ist eher so der Style-Bewusste, der irgendwie sehr reserviert wirkt und der immer einen ganz schwarzen Humor hat. Und er ist ein sehr guter Koch. Hat sich heute ums Catering gekümmert. Also. Christoph ist ja als Sänger natürlich generell schon sehr wichtig für die Band. Auszeichnen tut ihn, finde ich, seine Stimme, die irgendwie sehr charakteristisch auch für den ganzen Sound ist. Ja, es ist eh lustig, wenn man jetzt so zurückdenkt, wie das Ganze eigentlich begonnen hat. Es hat sich dann die Zusammenarbeit mit Zipfer ergeben, was super ist für uns. Und jetzt mittlerweile sind wir okay beim Album Videodreh und jetzt können wir quasi wirklich unseren eigenen Weg genauso durchziehen, wie wir es uns halt vorstellen. Ja. Komm schon mit, link einmal Daco. Fleißig am Arbeiten, jeder. Dann mal zu Martino. Ich will jetzt gar nicht zu sehr stört. Unsere Stars des heutigen Abends, trojanisches Pferd quasi. Der trainiert man anscheinend. Schwarz ist ziemlich. Bei der Vorproduktion sind wir auf die Idee gekommen, da wäre doch ein Boxervideo quasi gut dazu. Also wir wollen die Social Media Gesellschaft ein bisschen auf die Schippe nehmen. Jeder stellt sich online komplett anders dar, wie er in Wirklichkeit ist. Nach außen hin über Social Media geben wir uns immer so, wie wenn wir so fein gekleidet werden. Genau das Gegenteil machen wir dann eigentlich live. So, das Video ist im Kasten. Prost! Prost! Drehschluss, schaut es euch an.